Hallo oder auf Estnisch auch Tere. Herzlich willkommen beim Ostsee-Report. Wir begrüßen Sie heute von zwei Seiten. Im Westen sind wir in Skandinavien auf den norwegischen Lofoten. Im Osten sind wir im Baltikum und zwar im estnischen Tallinn. Wir wollen schauen, wie beide Orte in die Zukunft gehen, denn sie tun das auf sehr unterschiedliche Weisen. Die Reise beginnt in Tallinn. Hier gibt es nicht nur eine wunderschöne Altstadt. Die Esten setzen vor allem auf Zukunftstechnologie. Deswegen treffen sich hier fast 3000 Kinder und Jugendliche aus aller Welt. Für die Geschwister Katharina und Patel ist es ein Heimspiel. Seit ihrer Kindheit basteln sie an Robotern. Hier in Tallinn ist eines der weltweit größten Roboter-Festivals. Heute Morgen ist der Servomotor kaputt gegangen. Jetzt versuchen wir, das Drehen von unserem Schwimmroboter mit einem Gleichstrommotor zu kontrollieren, was eher hoffnungslos ist. Außerdem muss er in 5 Minuten fertig sein. Die TeilnehmerInnen drücken den Startknopf. Dann macht die Maschine alles alleine. Sollte sie zumindest. Bei Robotern kann man verrückte Lösungen finden. Es ist egal, wenn sie hauptsächlich aus Tape gebaut sind. Es macht einfach Spaß. Du baust ihn, gibst ihm Anweisungen und er tut, was er tun soll. Es sei denn, er tut es nicht. Dann viel Erfolg beim Fehlerfinden. Schön müssen die Roboter also nicht sein. Es kommt auch hier auf andere Werte an, auf 3. Um genau zu sein, Mechanik, Elektronik und Codierung. Unsere Freundin Lia hat eine Robotikschule für Kinder. Die ist total beliebt und es macht einfach nur Spaß. Man kann alles Mögliche ausprobieren und sehen, ob es funktioniert. Lia Tammes hat den größten Robotics-Club in Tallinn und ist mit 106 Kinderteams auf dem Festival. Fast alle fangen mit Lego-Technik an, auch Katharina und ihr Bruder. Die Kinder bauen, verkabeln, programmieren einfache Befehle. Spielerisch wird es mit den Jahren immer komplexer. Labyrinth, Wasserparcours, Sumo, sie messen sich hier in vielen verschiedenen Wettbewerben. Bis vor ein paar Jahren haben Katharina und Patel nur gestritten, erzählen sie. Jetzt reisen sie zusammen mit ihrem Robotics-Club zu Wettkämpfen ins Ausland. Die Geschäftsführerin des Festivals glaubt, dass die Esten mittlerweile das meiste Wissen über autonom fahrende Fahrzeuge haben. Unsere Schulen sind gut ausgestattet, weltweit sogar am besten. Fast alle Familien wollen für ihre Kinder Robotics-Equipment zu Hause haben. Manchmal nur um zu coden, manchmal zum Bauen. Einige fangen sogar schon im Kindergarten an. Die Esten haben früh auf Digitalisierung gesetzt. Der Zugang zum Internet ist hier sogar ein Grundrecht. In den 1990ern haben sie alle Schulen innerhalb von 5 Jahren mit Internet ausgestattet und 2005 waren die Esten weltweit die ersten, die nicht nur handschriftlich, sondern auch online wählen konnten.
99% der Bürokratie sind hier digital. Nur um zu heiraten, um sich scheiden zu lassen oder ein Haus zu kaufen, müssen die Esten noch zum Amt gehen. Auf dem Festival stellen auch Firmen und die Technische Universität ihre Entwicklungen vor. Die Wettkampfteilnehmer von heute sind ihre potenziellen Mitarbeiter von morgen. Ja, das hier ist eigentlich schon ein Museumsstück, hat mir der Mitarbeiter von der Uni gerade erzählt. Denn dieser autonome Bus ist immerhin schon 8 Jahre alt. Und mittlerweile arbeiten sie an komplett neuen Generationen. Die autonomen Busse sollen dann keinem festen Streckenplan mehr folgen, sondern selbst errechnen, welche Strecke im jeweiligen Moment alle Insassen am schnellsten an ihr Ziel bringt. Das kleine Land an der Ostsee hat in seiner Geschichte viele Veränderungen erfahren. Eine der einschneidendsten war die hart umkämpfte Unabhängigkeit 1991 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. 1,5 Millionen Menschen lebten damals in Estland. Mit großer Mehrheit wollten sie sich nach Westen orientieren. In Tallinn versetzten sie die monumentalen Statuen der Sowjetzeit und sammelten sie an einem Museumsplatz außerhalb der Stadt. Schilder verraten, wen die Statue darstellt, wo sie stand und weshalb sie versetzt wurde. Die Esten wollten die Jahre der Unterdrückung nicht löschen, aber sich von ihnen befreien. Ähnlich wie diese zwei ukrainischen Kinder an diesem heutigen Tag, 32 Jahre nach der estnischen Unabhängigkeit. Viele junge, gebildete Esten nutzten damals ihre neue Freiheit und wanderten aus. Das Land verlor wertvolle Kräfte. Es waren die 90er, die Geburtsstunde des öffentlichen Internets, und der neue estnische Staat setzte von Anfang an auf Digitalisierung. Während wir auf der Robotics ja schon viele autonom fahrende Roboter gesehen haben, will ich jetzt mal gucken, inwieweit das Ganze hier schon im Alltag funktioniert. Während wir uns im Café ein bisschen aufwärmen, versuche ich mal, dass uns eine Lebensmittelbestellung durch einen Roboter geliefert wird. Ich bestelle Limo, Wasser, Reiswaffeln, Kaugummis und estnisches Gebäck. Die Menschen kämpfen gerade mit etwa 20% Inflation, europaweit die höchste. Auch hier sind es die Energiekosten. Dazu eine jahrelange durchschnittliche Inflation von etwa 10% zur Angleichung an das europäische Preisniveau. Für alles zusammen zahle ich 5,57 Euro, dazu 1 Euro für die Lieferung via Roboter. Jetzt 20 Minuten warten. Dann rollt tatsächlich was heran. So, also ich drücke jetzt OK. I'm next to the robot. Click below to unlock your robot. Okay. Das heißt, meine Tüte, jawohl, Mineralwasser, bisschen Gebäck. Jetzt mache ich ihn wieder zu und ich glaube, er fährt autonom zurück. Der estnische Gründer des Unternehmens hat früher auch bei Wettkämpfen auf der Robotics teilgenommen. Jetzt fahren weltweit 2000 seiner Roboter mit Kameras, Sensoren und Radar durch den Parcours des Straßenverkehrs.
Es ist nicht alles einfach für die kleinen Maschinen. Aber auch wenn es manchmal hakt, die Lieferroboter finden in Tallinn allein ihren Weg. Zweiter Tag des Festivals. Abiturientin Katharina ist spät dran. Zwei Freundinnen müssen ihren heutigen Roboter zur technischen Inspektion bringen. Oh mein Gott! Ich komme gerade von einer Englischprüfung. Zum Glück startet der Wettkampf etwas verspätet. Nooremate vanuseklassis on nad siiamaani, meil on 40 senti ka. Zwei Ventilatoren an der Seite und zwei oben. Die Aufgabe beim Girls Firefight-Wettkampf: Die Roboter müssen, natürlich autonom, vier Kerzen finden und löschen. Methode? Egal. Der Wettkampf läuft schon, während Katharina noch auf der Teststrecke programmiert. Gehört das dazu, dass man bei den Wettkämpfen immer noch rumtüfteln muss? Das ist ganz normal. Letztes Jahr musste ich vor Ort noch einen ganz neuen Code schreiben, weil der Roboter sich nicht bewegte. Einer der Sensoren war ausgefallen. Ich kenne keinen Wettkampf, wo irgendjemand ohne Kabelbinder, Tape und Heißkleber hingeht. Die Roboter sind das erste Mal auf der richtigen Strecke. Alle müssen vor Ort noch programmieren. Katharina erzählt, dass sie wohl auch nach dem Abitur in Estland bleiben wird. Die Bedingungen seien für Entwicklerinnen hier meistens einfach am besten. Mein Roboter hat nicht so starke Ventilatoren wie die anderen. Außerdem wollte ich die Kerzen von oben aus machen. Aber ich habe mich verrechnet. Der Roboter ist nicht hoch genug und hat die Wände auf die Kerzen geschubst. Deswegen musste ich den Wettkampf beenden. Ich habe gesehen, wie Katharina jedes Jahr besser wird und wie groß ihr Enthusiasmus ist. Jetzt ist sie Schülerin und nimmt an Wettkämpfen teil, aber irgendwann mal wird sie eine bekannte Ingenieurin sein. Letztes Jahr hat Katharina noch gewonnen. Dieses Mal kommt die Siegerin des Girls Firefighting Wettkampfes aus Kuwait. Zeit, um auf die norwegischen Lofoten zu schauen. Dort geht es weniger um moderne Technologien als mehr um eine Neuinterpretation von Tradition, wie wir bei unserem Besuch im Herbst beobachten konnten. Die Natur ist hier nicht nur spektakulär, der Klimawandel verändert sie auch. Knapp 80 Inseln flankieren Norwegens Küste im Nordwesten. Flakstadøy, etwa in der Mitte der Lofoten. Auf dieser Insel sind die Veränderungen schon deutlich spürbar. Viele Arbeitsplätze sind in den letzten Jahrzehnten weggebrochen, weil große Unternehmen den Fischfang industrialisiert haben. Aber die Gewässer bergen noch einen anderen Schatz: Algen, die im Herbst besonders gut wachsen. Yeah.
Vorteil hin, oder? Ja. Okay. Ja. Let's go. Je später der Herbst, desto dunkler. Es ist wichtig, einen Platz zu finden, der sicher und ein bisschen wettergeschützt ist. Angelita Eriksen und Tamara Singer sind Freundinnen. Vor 6 Jahren haben sie ein Algen-Start-up gegründet. Inzwischen verkaufen sie ihre Produkte weltweit an Restaurants, Supermärkte und im eigenen Online-Shop. This is really nice. Yeah, so beautiful. Yeah. A little bit windy. Are you okay? It's pretty cold. Yeah. Gerade ernten sie fast jeden Tag, um die Vorräte für den Winter aufzufüllen. This is truffle seaweed. Das sind Trüffelalgen. Die heißen so, weil sie ein bisschen wie Trüffel schmecken. Wir haben sie schon vielen Köchen gezeigt und das sind wahrscheinlich die, für die wir am bekanntesten sind. Ein bisschen was von den Algen lassen wir immer zurück, damit sie weiter wachsen können. Und wir schneiden auch nichts ab. Wir ernten nachhaltig, damit die Pflanzen im nächsten Jahr weiter wachsen. Allein können die Freundinnen das längst nicht mehr leisten, weil sie wegen der Flut nur 2 Stunden Zeit haben. Freiwillige aus aller Welt helfen ihnen deswegen bei der Ernte. Letztes Jahr habe ich auf einem italienischen Weingut gearbeitet. Da haben wir Algen als Dünger und auch für die Verarbeitung der Weine genutzt. Algen sind zum Beispiel in Seifen und Zahnpasta. Aber sie können auch als Dünger oder Biotreibstoff genutzt werden. Sie sind so vielseitig und Essen daraus zu machen, ist nur eine Möglichkeit. Die Nachfrage nach den norwegischen Algen steigt. Aber in großen Mengen können sie trotzdem nicht ernten, weil es per Hand einfach mühsam ist und dauert. Dafür haben wir etwa 1 Stunde gebraucht. Eine halbe Stunde später ist Schluss. Die Brandung wird zu stark. Nach der Ernte legen sie die Algen in die Trockenkammer. Von den 5 Kilo ist danach nur noch 0,5 Kilo übrig. It has this deep, dark chocolate color. Diese dunkle Schokoladenfarbe ist genau das, was wir wollen. So sind sie besonders lecker. Im Sommer schmecken sie nicht so stark, aber im Herbst wird der Geschmack immer intensiver. Die getrockneten Algen verarbeitet ihr Team zu verschiedenen Produkten. Zum Beispiel Gewürzmischung, Salze, Schokolade und Nudeln. Alles passiert in einem alten Fischereigebäude, das Tamara und Angelita angemietet haben. Schon Angelitas Vater hat als Fischer hier gearbeitet. Dadurch hat auch sie einen Teil ihrer Kindheit hier verbracht. Jahrelang stand das Gebäude jetzt leer. Over the years, fisheries have changed. Die Fischerei hat sich über die Jahre stark verändert. Die Schiffe werden größer, die Arbeit wird weniger. Gebäude, die früher mit Leben gefüllt waren, stehen jetzt leer. Rund um den kleinen Ort Napp ist die Situation ähnlich. Viele alte Fischerhäuser stehen leer, weil das Geld für Sanierungen fehlt. Ich finde es toll, dass wir dem Gebäude wieder Leben einhauchen können. Wir sind ein weibliches Start-up und das Haus mit Frauen zu füllen, die Algen verarbeiten, zeigt, dass es eine neue Zeit ist und dass es neue Wege gibt, vom Meer zu leben.
another way of living of the ocean again. In ihrem Shop und Café brauchen die Gründerinnen dafür auch Touristen. Die kommen ja gerade wegen der Ruhe und spektakulären Natur auf die Lofoten. Deswegen können die BewohnerInnen wirtschaftlich auch genau auf die Natur setzen. Nach Feierabend kochen die Freundinnen zu Hause bei Tamara. Sie ist Neuseeländerin mit japanischen Wurzeln und kocht schon seit ihrer Kindheit mit Algen. Heute ein einfaches Gericht mit Algennudeln. Man sollte sie nicht zu lange kochen. Deswegen gebe ich sie am Schluss dazu. Es sind die Trüffelalgen. Die muss man nur kurz aufwärmen, sonst können sie ziemlich schnell bitter werden. Wenn Tamara und Angelita Rezeptideen entwickeln, probiert als erstes immer die Familie. Zuerst haben uns alle für verrückt gehalten, besonders mein Vater, der Fischer. Ich bin mit traditionellem norwegischen Essen aufgewachsen. Ich weiß, mit Algen hat man damals Rinder gefüttert. Aber Algen haben wir nie gegessen. Ein bisschen salzig und sauer. Es sind diese kleinen Momente, für die man das macht. Für die man mitten im Winter ins Wasser springt oder so viel arbeitet hier, in der Abgeschiedenheit. Ich sehe so viel Potenzial in Algen und was man mit ihnen machen kann. Das überwältigt und überrascht mich jeden Tag. Sie sind wirklich ein Superheld des Meeres. Vestvågøy, etwa 25 Kilometer weiter nördlich. Die Algen nutzt eine kleine Käserei, um ein Produkt zu machen, das es so nur hier gibt. Algenkäse mit Zutaten ausschließlich aus der Region. Wir versuchen, den Geschmack unserer Natur in den Produkten einzufangen. Hugo de Roos mischt die Algen mit fermentierter Ziegenmilch. Etwa 50 Kilo Käse sollen heute daraus werden. Das Wichtigste ist, dass wir die Milch hier auf dem Hof herstellen. Wir kennen die Ziegen, ihr Essen. Wir sind sicher, dass sie ein gutes Leben haben. So macht es Spaß, aus der Milch Käse zu machen. Die jüngsten Ziegen sind 9 Monate alt und können erst in einem Vierteljahr Milch für Käse geben. Hugos Frau Mariella schaut gerade mehrmals täglich nach ihm. Der Betrieb ist für das Ehepaar ein Lebenstraum. Sie kommen aus den Niederlanden und haben nachhaltige Landwirtschaft studiert. In den kleinen Hof am Fjord haben sie sich vor 25 Jahren auf einer Reise verliebt und sind geblieben. Angestellte können sie sich nicht leisten. Aber ihr Sohn Gerbrand will den Betrieb später übernehmen. Jetzt im Herbst ernten sie die Vorräte für den Winter. Das
Diese Kartoffelsorte ist sehr gut für den Winter. Wir haben auch andere, aber die ist perfekt für den Norden Norwegens. But this is a really nice good potato for the north of Norway. Zumindest aktuell. Denn die Gemüsesorten müssen sie inzwischen fast jedes Jahr neu anpassen, weil sich das Klima verändert. Im September und Oktober wird es immer wärmer. Die Saison ist länger, aber herausfordernder. Es regnet mehr und vor allem in den falschen Jahreszeiten. Aber wir können jetzt auch zweimal im Jahr Gras schneiden und nicht nur einmal wie früher. Das ist schon ein Plus, aber das große Problem bleibt der ganze Regen aus den Bergen. Gerbrand hat wie seine Eltern Landwirtschaft studiert. Vielen anderen Hofbesitzern in der Nachbarschaft fehlt der Nachwuchs. Denn für die Landwirte auf den Lofoten wird es immer schwerer zu überleben. Klimawandel, neue Verordnungen, sinkende Einnahmen, auch die Deros bekommen das zu spüren. Aber statt aufzugeben, arbeitet die Familie noch mehr. Sie haben neue Felder dazugekauft. In den letzten 3 Monaten haben wir nur von unserem Hof gelebt. Was wir ernten, essen wir. Es schmeckt einfach anders, als wenn man es kauft. Auch beim Mittagessen geht es um die Arbeit und das, was heute noch gemacht werden muss. Feierabend ist selten vor 22 Uhr. It's absolutely not easy at all. Es ist wirklich nicht einfach. Es gibt so viele Herausforderungen. Du musst genug produzieren, die Qualität muss stimmen und du musst die Rechnungen bezahlen. Das ist immer hart. Be able to pay all the bills and all those kind of things. That is always, always hard. Die Familie muss in ihrem Hofladen genug verkaufen. Mit dem Algenkäse wollen sie neue Kunden gewinnen. Jetzt im Herbst sind zwar nur wenige Touristen da, aber die Nachbarn kommen. Es schmeckt wie das Meer. Das ist mein Lieblingskäse. Aus 10 Litern Milch wird 1 Kilo Käse. Die Ziegen melken sie 2-mal am Tag. Alle sind auf dem Hof geboren. Man spürt schon eine große Verantwortung für die Tiere. Sie sollen ein schönes Leben haben. Die Familie kann fast jeden Tag neuen Käse machen. Etwa 6 Stunden dauert das pro Durchgang. Der Algenkäse vom Vortag ist inzwischen gut angedickt. Jetzt muss nur noch die Molke abtropfen und der Käse trocknen. And you will see it already sticks together. Das hält jetzt schon richtig gut zusammen. Das geht wirklich schnell. Vor ein paar Minuten war es noch flüssig. Und jetzt ist es Käse. In der Reifekammer wird der Geschmack noch intensiver. Und in ein paar Wochen können sie ihn dann verkaufen. Den Käse, der den Familienbetrieb in die Zukunft bringen soll. Ballstad, ein kleines Dorf weiter südlich am Morgen. Auch hier wird der Algenkäse später noch eine Rolle spielen.
Vor gut 100 Jahren haben in diesen Hütten Fischer gelebt. Inzwischen sind es Ferienhäuser, die Christian Bo an Touristen vermietet. Fishermans use this room for sleeping. Fischer haben diesen Raum früher zum Schlafen, Essen und Arbeiten genutzt. And this is from the long haul line fixing rod. Diese Löcher hier sind von Stangen mit vielen Haken dran. With a lot of hooks. Die haben sie in die Wand gehängt und konnten daran Netze knoten und andere Arbeiten machen. And then they could like stretch out and do all the knitting for the hooks, exchange etc. Die Lofoten sind bekannt für ihren Kabeljau, den sie schon seit dem Mittelalter exportieren. Um 1900 lebten etwa 35.000 Fischer hier. So this is like true heritage of Lofoten and normally. Das hier ist also wirklich das Erbe der Lofoten. So ein Raum war damals für 12 Leute. Früher gab es in jeder Ecke ein Hochbett, so passten hier 12 Fischer rein. Bunkbeds in each corner, so 12 men in this room during the Lofoten fishery. Heute sind die 35 Quadratmeter für zwei Personen gedacht. Kostenpunkt 300 Euro pro Nacht aufwärts. Frühstück gibt es nebenan. Darum kümmert sich Christians Frau Guri. Die beiden kommen von den Lofoten, haben aber über 20 Jahre in Oslo gelebt und da im Management gearbeitet. Vor 8 Jahren ist das Ehepaar zurückgekommen, um dem Großstadtstress zu entfliehen. Jetzt im Herbst ist nicht viel los. Guri und Christian können deswegen das meiste selbst machen. In den Sommermonaten sieht das anders aus. Denn obwohl das Wetter oft wechselhaft ist, werden die Lofoten bei Campern und Wanderern immer beliebter. Viele Gäste, die jetzt da sind, versuchen die Hauptsaison bewusst zu meiden. Durch Corona sind die Lofoten total beliebt geworden, weil man Norwegen nicht verlassen konnte. Jeder ist dann hierher gekommen. Gerade dieser Camper-Trend wurde ja richtig, also der ist ja richtig geboomt. Und die Straßen sind einfach mega überlaufen. Es ist anstrengend, mit dem Auto hier lang zu fahren. Das ist schon nochmal eine andere Nummer als vor ein paar Jahren. Neben den alten Fischerhütten haben sie noch 29 neue Häuser gebaut für maximal 100 Gäste. Mehr sollen es nicht werden, denn die Atmosphäre des alten Fischerdorfs wollen sie erhalten. Auch, weil sie Teil ihrer persönlichen Geschichte ist. Guri hat als Kind selbst noch in der Fischfabrik mitgeholfen. Ihrer Familie gehören fast alle Grundstücke in Ballstad. Die Eltern wohnen im alten Telegrafenhaus. Ihr Vater hat die Hütten früher an Fischer vermietet. Dann standen sie lange leer, bis Guri und Christian daraus Ferienwohnungen gemacht haben. The great part of our business is to have the history. Diese Geschichte zu haben, ist sehr wichtig für uns. Es gibt uns etwas Besonderes und wir sprechen viel mit unseren Gästen darüber. Mit den Wohnungen sind die Touristen gekommen und haben die Region wiederbelebt. Trotzdem sollen nicht zu viele auf einmal kommen. Deswegen haben sie letztes Jahr ein Restaurant eröffnet, das die Nebensaison attraktiver machen soll. Hier gibt es saisonales Essen aus der Region. Und in diesen Dips stecken die Algen von Tamara und Angelita. Dazu der Algenkäse vom Ziegenhof. Die Zukunft ist wirklich spannend auf den Lofoten. Hier arbeiten gerade alle wirklich gut zusammen und internationale Spitzenköche schauen hierher, weil unsere Natur so reichhaltig ist. Wir müssen unsere eigenen Zutaten nehmen und sie eigentlich nur auf den Teller packen. Put it on the plate.
Es ist der Mix aus Tradition und Innovation, mit dem sie sich ihre Heimat auf den Lofoten neu erschließen und die Inselkette fit für die Zukunft machen wollen. Diese Zukunft müssen sich auch die Menschen in Tallinn bauen. Und so seltsam es klingt, die Bürokratie hilft ihnen dabei, weil sie sich selbst abschafft. Ever since I was 20 years old, we formed a digital agency. Seit ich 20 bin, arbeite ich selbstständig im digitalen Marketing. Ich habe das in der Türkei auch unterrichtet. Dann begann ich zu reisen und in Südamerika und Serbien zu leben. Als ich nach Europa wollte, war es quasi unmöglich, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Aber Estland hat eine elektronische Staatsmitgliedschaft angeboten. Zur Erklärung: In Estland kann jeder Mensch, Sie und ich, eine elektronische Staatsmitgliedschaft beantragen und dann ein estnisches Unternehmen gründen. Sie verstehen die digitale Welt. So kam ich nach Estland. Als Erman Küplü sein heutiges Softwareunternehmen gegründet hat, hat er es in Estland registriert, weil Estland Leute mit seinem Know-how haben will. Er ist digitaler Nomade, lebt und arbeitet mal hier, mal da. Per Videocall in der schallgedämmten Kabine ist er mit seinen 35 Angestellten in Kontakt. Auch die arbeiten verteilt auf der Welt. And I simply told him to do completely the opposite and then these videos, my videos etc. Etwa 50% der hier Arbeitenden kommen ursprünglich nicht aus Estland. Aber das baltische Land macht es digitalen Unternehmen einfach. Nirgends auf der Welt gibt es pro Person so viele Start-ups wie in Estland, nicht mal im Silicon Valley. Das Land mit weniger Einwohnern als Hamburg hat 10 Jungunternehmen, die mit über 1 Milliarde Dollar bewertet werden. Estonia kind of became a lovely brand in the world about. Estland ist eine beliebte digitale Marke geworden. In den USA zum Beispiel konnten die Leute nichts damit anfangen, wenn ich gesagt habe, dass mein Unternehmen aus Estland kommt. Jetzt ist das anders und sogar ein positives Zeichen für sie. Hier investieren sogar normale Privatpersonen in Startups. Ich habe einen Freund, seine Tante hat gar nichts mit Digitalisierung zu tun. Sie ist eher oldschool. Aber sie legt ihr Geld in Startups an. Invests in Startups. Die Esten haben die Digitalisierung in viele Lebensbereiche geholt. Ich zeige Ehrmann die Karten aus meinem Portemonnaie. Personalausweis, Führerschein, this is my health insurance. Krankenversicherung, okay. Well, this is for work. Arbeitsausweis, then I have bank account. Bankkarte, okay. I have Bibliotheksausweis, okay, yes. Und eine Supermarkt-Sammelkarte. Supermarket. Uh-huh. These are the cards I have in my wallet. Okay, we have something called Smart ID. Yeah. And wir haben etwas, das sich Smart ID nennt. Deswegen brauchen wir fast keine von diesen Karten. Almost all these needs. I don't even know. Keine Bankkarten. Alles läuft über Apple Pay, auch an Geldautomaten. Keiner hat einen Bibliotheksausweis und Supermarktpunkte sammelt man einfach auf dem Personalausweis. Because from a technological standpoint, what Estonian government. Technologisch hat die estnische Regierung das Identifikationssystem für alle geöffnet. The ID authentication system to everyone. Das heißt, die Daten von Ehrmann und allen anderen sind dezentral gespeichert. Krankenhäuser, Behörden, Bibliotheken und so weiter können darauf zugreifen, wenn sie das Recht dazu haben. Und die BürgerInnen können sehen, wer ihre Daten abgefragt hat.
Um die Sicherheit macht Ehrmann sich keine Sorgen, obwohl es vor 15 Jahren einen großen Hackerangriff in Estland gab. Unter anderem wurden Ministerien, Banken und das Parlament lahmgelegt. Danach hat Estland mit der NATO ein Cybersicherheitszentrum aufgebaut und Kopien aller Daten auf Servern in Luxemburg hinterlegt. Natürlich müsse die Regierung Sicherheit gewährleisten, sagt Ehrmann, aber das sei technisch auch machbar und für ihn kein Grund, auf die Möglichkeiten der Digitalisierung zu verzichten. Als wir in der Büroküche stehen, kommen wir mit Sergej Varosan ins Gespräch. Er kam aus Belarus nach Tallinn. Als ich hier hinkam, war es so einfach, eine Firma zu gründen, ein Netzwerk aufzubauen, ein Bankkonto zu eröffnen und alles mit der elektronischen Staatsmitgliedschaft zu erledigen. Ich war begeistert. Wirklich? Ich muss nicht zu Ihnen aufs Amt kommen? Wenn Behörden was von mir wollten, habe ich immer nachgefragt, aber ich konnte einfach alles digital signieren. Es hätte mich sonst so viel Zeit gekostet. Viele Belarussen aus der Opposition arbeiten mittlerweile in Estland. 1 Million haben das Land verlassen, das seine Fachkräfte verliert. In Estland aber hat sich das Blatt gewendet. There are so many people coming back to Estonia. Like last year in this coworking space. So viele Menschen kommen zurück nach Estland. Letztes Jahr kamen so viele neu in dieses Gemeinschaftsbüro. Dieses Jahr auch einige. Sie haben 10 Jahre in England gelebt oder 20 Jahre in Australien. Jetzt kommen sie zurück nach Estland. Die Jobaussichten sind gut. Die Menschen bleiben. Die Bevölkerung wächst wieder und die Staatsverschuldung ist in Estland prozentual am geringsten in der EU. So haben beide Orte, die naturverbundenen Lofoten und das technische Tallinn, ihre Wege in die Zukunft gefunden. Das war's schon wieder vom Ostsee-Report. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Meine Kollegin Lisa Knittel ist am 12. Februar wieder für Sie da. Und solange können Sie sich natürlich gern bei uns in der Mediathek umschauen. Ich sage Chia Daiga. Tschüss. Wir sehen uns. Große Pötte und schwere Ladung. Hafengeschichten von der Nordsee. Ob große Kräne in Brake an der Weser oder kleine Fische in einer verträumten schottischen Hafenstadt. Der Nordsee-Report am nächsten Sonntag um 18 Uhr.